Es weckt den Italiener in mir. Es gibt nämlich Outdoor-Pizza aus dem Grill. So, jo, da freut sich der Produzent. Das, ich weiß, Bernd, du freust dich. Schau, ich habe mal gesehen, Weißwein schon vorbereitet. Okay, also, das ist Pizzateig, den man fertig kaufen kann. Das ist so Nudelgrieß und der Pizzateig ist eben auf dem Nudelgrieß, dass er nicht anklebt. So, und jetzt habe ich hier, schau mal, auf meinem Seitenkocher ein schönes Tomatensugo gekocht. Ja, das kann man ja schon outdoor machen. Lecker Tomatensugo, bisschen mit Tomate, Knoblauch, Zwiebel, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Tomatensugo halt. So. Und das muss eingekocht werden und jetzt kommt das Wichtigste. Es kommt von diesem Sugo eben nicht so viel drauf. Ja. Wir Deutschen, in Klammer ich auch in der Regel, kippen von dem Sugo immer viel zu viel drauf. Wenig. Ja. Guckt euch das von den Italienern ab, von dem super Pizzabäcker um die Ecke, der kann das. Also, ich mache das mal so ein bisschen Freestyle. Ja. So. Mit ein bisschen Lachs. Dann kommt zu dem Lachs. Oh, wo ist meine Creme Fraiche? Oh, Hex. Danke, very thank you. So, und jetzt kommt hier ein paar Kleckse. Ich habe so ein bisschen Kräutercreme Fraiche dazu. Wie gesagt, nochmal, ist nicht original italienisch, aber ist völlig egal. Schmeckt saumäßig geil. Und obendrauf kommt dann natürlich Käse, ja, Mozzarella. Dann habe ich hier, dann komm her. Mit meinem Laserschwert geschnitten, ja, dieses unfassbar scharfe Röselmesser. Ein paar dünne, hauchdünne Knoblauchscheiben. Und dann noch so geräucherten Mozzarella, also Scamorza. Ja. Ich habe da im Supermarkt so kleine, leckere Knödelchen entdeckt. Ready for takeoff. Ein bisschen Thymian drauf. Und jetzt? Kommt eine super Sache. Und zwar, kennt ihr das hier? Das ist Tessiner Feigensoße, also Feigensenf. Und dieser Feigensenf, der ist mit dem Lachs, mit der Creme Fraiche, mit dem Thymian, das müsst ihr mir glauben, das ist einfach ein Wahnsinn. Das ist so ein bisschen süß, scharf. Und wenn man das an den Fingern klebt, kann man das auch gut ablecken. Da. Oben drauf noch ein bisschen Olivenöl. Boah, ist das geil. So, und jetzt habe ich im Grill vorgeheizt. Ja? Massive Temperatur. Kannst du hier reingucken? Ja. Hier, mach mal. An dem Thermometer vorbei, wir haben 300 Grad. Da ist der Pizzastein. Doch nicht. Doch nicht, egal. So, und jetzt kommt auf diesen Pizzastein, kommt meine leckere Pizza. Seid ihr dabei? Okay, Achtung. Zack. Ah, Lachs. Du kommst drauf. Zack. Fast gut. 99%. So, Deckel zu, massive Temperatur und Quattro Minutos. Fünf, weiß ich nicht, was das heißt. Ein paar Minuten dauert's. Hex, bin gleich wieder da. Bing, bing. So schnell geht's. Massive Temperatur, wir haben 300 Grad. Barbecue Power, Freunde der Nacht. Barbecue Power, 300 Grad. Schau mal auf. Jetzt machen wir das so. Nehmen wir das Brett hier. Geil. So, zu. Boah, ist das Ding heiß. Ist ja brutal. Jetzt schaut mal her. ich würde mal sagen, ist das gut. Und liebe Freunde, liebe Daheimgebliebenen, ich schneide dieses Teil gar nicht an, weil es einfach sowas von schön ist. So wird serviert. So funktioniert Barbecue heute. Ja? Unfassbar schnell. Blitzrezepte aller Hänse. Vom Grill, am Ende des Tages hat es nur 5 Minuten gedauert. 5 Zutaten, hello, alles wird gut. Guten Appetit und Ende Gelände. Da drauf, Schlussbild.